Moinsen, liebe Legend, Rayman Legend Freunde, wir sind wieder am Sterzchen. Ich bin wieder am Start und mache noch ein kleines Spielchen. Beim letzten Mal haben wir jetzt ja endlich diesen komischen Drachenheini geschafft. Ah, der kann auch auf der Stelle so Anlauf nehmen. Und dann fetzt er voll los. Ah, alles klar. Ja, wir haben ja hier die Toad Story schon abgeschlossen. Hier auch. Ja, da fehlen überall noch ein paar, aber die Level sind alle gedingst, fertig. Jetzt geht es weiter hier bei Fiesta de los Muertos, der Griechen, der Mexikaner. Der Griechen. Oh Mann. So, was haben wir hier jetzt? Tour de Glasur. Was ist da denn los? Oh Mann. Ah, fuck, verpasst. Oh nein, wir sind wieder als Huhn. Da kommt wieder unser kleiner Kitzelfrosch. Ach, ich habe gerade noch gelesen, was da als Text stand, da bin ich aus Versehen dagegen gelaufen. Ja, ja, der kann da irgendwie so eine Glasur hinschmieren, damit das da eine... So ein Kopfsprung. Oh toll, ich starte hier. Ich will auch wieder zurück. Nein, Mann. Mann, oh. Ich sterbe viel zu viel. Muss man ein bisschen mehr anstrengen, glaube ich. Das ist auch ziemlich anstrengend teilweise und wenn man halt hier sprechen muss und spielen, weil es halt, ne, ist schon, Konzentration und so. Ah, der war da aber auch wieder nicht schwer. Der aber auch nicht. Immer noch da unten. Ach, leck mich doch! Er kocht voll auf Volldampf, der Typ. Oh nein. Ah.
Halt, 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 halt. Ach. Nein. Oh Mann, 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 Mann. Och Mann, wird er... Du tippst nur kurz an und der läuft gleich wieder 30 Meter, ey. Frustration macht sich breit. Nein, ja. Alter. Da muss man aber auch immer AY meine ich. Das ist schon also für so einen alten Mann. Schwede, ja, alter Schwede. Ach, jetzt. Oh. Gut, dass es hier unendlich Leben gibt, ohne Witz. Ach, da schwabbelt dann jetzt darüber. Uiuiuiui. Der würde direkt von dem einen Dings aufs andere rüberschießen, tut er gar nicht. Quack, quack. Naja. So wäre das bestimmt nicht geplant, aber... Ist egal, Hauptsache hat geklappt. Da oben kommt was runter. Achso, ich hatte noch ein Dings. Okay. Ach, die... Ach, man kann das vielleicht... Ah, ja, ja, ja. Alle! Juhu! Immerhin. Da haben wir nämlich tausendmal gestorben, aber macht nichts. Alle gefangen. Gefunden. Mann, Mann, Mann. Oh, gleich ein heimgesuchtes Level. Tote Glasur. Ach du Scheiße. Und jetzt auch noch auf Zeit mit... Eieieiei. Ach, da geht's da oben gleich schon los. Na super. Ach, da kannst du auch nicht rein. Sehr strong, Alter. Was?
Aber als es dann losging, gleich geknackt. Schon einer von meinen Freunden. Was macht die Top 10? 29. Die sind aber auch immer verkackt schnell. Ey. So ein Engländer wieder, natürlich. Der hat ja nichts zu tun den ganzen Tag. Schön. Mach ich jetzt auch. Oder auch nicht. Ist ja egal. Komm. Ja, komm, einmal noch. Ja, denn. Ja, noch einmal. Ach, wie machen die denn da 12 Sekunden schneller, Alter? Ist ja auch egal. So, Tod oder Torte? Ach was. Kann da hochrennen. Ich wollte es einmal ausprobieren, einfach nur. Nein. Sehr rutschig, der Untergrund. Alter. Der ist... Die gehen total empfindlich ab, die Dinger, ey. Meine... Protagonistenfigur. Wahrscheinlich ist das Problem, weil ich immer RT gezogen halte, dass er dann immer diesen Rally an... Ne, diesen Turbo immer hat. Das sollte ich mir mal wieder abgewöhnen. Ja, dann ist das nämlich auch nicht so. Schnell genug. Aber okay, jetzt weiß ich ja, wo mein Fehler ist. Ich habe immer RT die ganze Zeit gezogen, weil ich immer schnell durch will. Ich kann auch mal ganz gemütlich hier so. Hui. Können ja mal Wetten abschließen, ob ich irgendwann mal ein Level schaffe, ohne tot zu gehen. Oh. Zu schnell gewesen, Mist. Auf die ganzen Details kann man gar nicht beim ersten Mal so achten, weil man sich immer so aufs Level konzentrieren muss. Aber die Musik und alles, was hinten im Hintergrund teilweise passiert. Okay, hier ist jetzt eine Holzwand, aber oft halt bei diesen Schlössern oder so, wenn da hinten die Ritter rumkloppen. Oder eben, was weiß ich, die Mexiko-Würmer da. Ach, scheiße. Ne, da am Gitarre spielen sind. So, wieder hinten ist einer, der singt und so.
verschwinden. Nein, spring noch an die Wand, Mann. Ja, von den Details, da kriegt man teilweise beim ersten Mal immer gar nicht alles mit. Hey. Spring noch, Alter. Ah, die Lumps verpasst. Toll. Oh, er ist wieder da. Das ist die Oberkleinling-Else, die er immer wieder mitklaut. Schnell, 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 schnell. Und was nun? Ja, ich hab sie wieder gerettet. Die kriege ich schon noch. Ah, zwei habe ich verpasst. Aber es hat gereicht, um da die nächste Heldenrettungsgeschichte freizuschalten. Wie, kein Pokal hier? Was ist denn da los? Ach, will die doch nicht nochmal rein, Mann. Ich wollte doch da nicht nochmal reinhüpfen, Mensch. So, wer ist hier jetzt? Rette Selena. Es gibt ja immer irgendwelche Zwillingsschwester-Gelötkram. Oh, vier... Oh, rase um dein Leben. Ach du große Güte. Vier Totenköpfe. Eieieiei. Ein Rennlevel. Werde ich wohl sicherlich nicht beim ersten Mal schaffen. Scheiße. Ah.
Aber das Spiel ist halt, wie gesagt, dadurch, dass es so viele unendlich Leben halt hat, das ist sehr fair. Für Casuals halt. Schafft jeder irgendwann. Weil man unendlich viele Versuche immer hat. Vielleicht gibt es auch irgendwie noch so einen Hardcore-Modus irgendwie, dass man immer nur eine begrenzte Anzahl Leben hat. Scheiße. Nicht so viel erzählen, wie gesagt. Ist wie bei Call of Duty, jeder hat irgendwann mal ein Erfolgserlebnis. Nein, Mann, oh Ficken, Alter. Hässliche Scheiße. Wie kommt man da ran, Alter? Oh Mann, ich müsste da mal zwischenlanden, Alter. Mann, Alter, ich kotze ab, Alter. Mann, Alter, Mann, oh, ich will nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Immer so schwer für den armen Ping. Beziehungsweise nicht schwer, aber ich stell mich schon mal so blöd an. Schon wieder nicht gekriegt. Aber, ne, falls ihr lacht, besorgt euch das Spiel erstmal selber. Denn so einfach ist das gar nicht. Naja. Sah wieder nicht sonderlich elegant aus. So, ich würde sagen, wir machen das mal zur Entspannung ein paar Rubbellose. So, Selena ist wer? Steht das wieder dabei? Ja, na klar. Ah, ist bestimmt wieder die Zwillingsschwester von... Ach, große Schwester. Ah, die Schatten sind... Okay. So, erstmal wieder ein paar Rubbellose machen. Kuschelt sie, ja. Juhu. Ein paar... ein kleiner. Ah. Es gibt keine Nieten, ey. 1000 Lums? Oh. 2000 hatte ich ja noch nie. Gucken, ob es das auch gibt, dass man alle 6 Lumps hat oder so. Das ist natürlich aber auch in Häkchen so ein bisschen blöd, dass man immer gewinnt. Es gibt ja keine Nieten. Wir gucken uns ja noch gleich nochmal die Viecher an. Die hässlichen. Okay.
Ein Kleinling. So, gucken wir uns mal die neuen Kuschelviecher an. So ein doofes Brot da mit so einer komischen, mit so einem Trichter auf dem Kopf. So, was sind das jetzt für welche? Das sind die Frösche. Und hier sind die Robos. Und die Toasts. Bei den Schweinen haben wir keinen gekriegt, ne? Nee. Es gibt ein paar Lumps for free. So. Jetzt haben wir hier schon diese Back to Origins. Das sind halt Original-Level aus irgendwie einem der vorangegangenen Rayman-Teilen. Was haben wir denn hier schon? Gourmetland? Das haben wir schon. Was gibt's noch? Desert of Didgeridoos. Aber die machen wir später mal. Ich will mal hier so eine Challenge ausprobieren. Gibt es ja immer... Ja, hier findest du jeden Tag neue Herausforderungen. Erklimme die Ranglisten, um am Ende der Herausforderung einen Pokal zu gewinnen. Pokale bringen dir Punkte ein, die deine Genialitätsstufe steigern. Yeah. So, dann gibt es immer hier tägliche Herausforderungen. Eine leichte und eine schwere, wie es scheint. Herausforderer. Fast 5000 haben diese Anforderungen, Herausforderungen bei angenommen. Nee. Ich mach mal die hier. Hier machen. Achso, da geht's rein. Achso. Tägliche Herausforderung. Komme so weit, wie du kannst. Ach, jetzt laufen hier mehrere mit zeitgleich quasi. Yeah, super hier, ne? Du bist Begriff, einen Bronzepokal zu gewinnen. Lass ihn dir den anderen nicht abnehmen. Kein Problem hier. Ja, adieu. Ach. Ja, yeah, die Russen hier und... Habe ich jetzt was gewonnen? Und der Rekord liegt bei 1700. Ach so, nee, das verstehe ich. Bis 700, also ab 717 kriege ich halt Silber, ab 1033 gibt's Gold. Ja, das machen wir nochmal, oder? Da muss aber wieder Silber drin sein. Hier, was sind das da nur? Oh,
Aber halt auch cool, dass man hier sieht, wie andere da mitspielen, mitrennen. Wenn man es halt ein paar Mal macht und auch weiß, was dann da hinten alles so kommt, dann ist es bestimmt noch gar nicht so, so schwer. Nee, muss man halt auswendig lernen, das Level, um weit zu kommen. Oleg, Junge, dich kriege ich noch. Nein. Aber neuer Rekord, 500 Meter. Ah, und ich bin 30 Zentimeter weitergekommen als du dummes Schwein aus den Staaten, Alter. Ja gut, soll das mal reichen. Aber cool, diese Herausforderung. Geil, geil. Wir machen noch mal eine... Wir machen mal diese Extremherausforderung. Mal gucken. Ach, und ich hatte noch gar keinen Pokal. Jetzt habe ich halt erst den Pokal bekommen. Aha, vorher war das mit unter 500, gab es noch keinen Pokal. So, wir machen jetzt mal hier die Extremherausforderung. Tägliche Extremherausforderung. Komm her hier. Erreiche 300 Meter so schnell wie möglich. Ja. Ich hab's nicht mal geschafft, ey. Ich kann mir aber vorstellen, dass das einfach nur Ghosts sind von anderen Spielern. Ich glaube nicht, dass das immer live halt ist. Wenn man halt weiß, wo man schnell kann und so, wo nicht. Ja, das sind bestimmt alles Ghosts von anderen Spielern, die gespeichert sind auf dem Server. Das ist ja auch wieder starken Scheiße. Ja, fick dich! Oh, 70 Meter, Alter. Das waren doch bestimmt schon Kilometer. Mann, das war auch schon mehr als zwei. Bis hier bin ich der Schnellste, guck an. Ach, schon wieder dagegen gehopst, Mann. Ich darf nicht an die Kette. Zu dumm. Ja, ja, du bist vielleicht dumm, ey. Jetzt reicht's aber. Jetzt mache ich. Jetzt geht's ab. Nein, spring doch nicht immer dagegen, Mann. Alter, der geht da alleine dran. Muss dann gleich Dings drücken, ey. Fick. So, hier war ich ja noch nicht. Ja. Ach, bei 300 Metern ist vorbei, okay. Ja, da ist der Pink wieder am schnellsten, Walter. Die Russen und Amis sind Franzosen, die können da wieder alle nix, können die doch nicht. Ja, einmal machen wir noch. Also ich dachte, es geht dann weiter, aber es sind nur insgesamt die 300. Ach, jetzt spiele ich gegen meinen eigenen Ghost. Ja, sag ich doch, man spielt hier gegen eigene Ghosts oder gegen Ghosts anderer.
Wie beim Autorennen gibt's das ja auch. Ja, ne? Man merkt schon, wenn man es zwei, dreimal gemacht hat, dann hat man einen Dreh raus, wo man schnell und wo nicht. Ah, Millisekündchen zu spät. Einmal noch, komm. Ach. Ach, man kann die auch ausblenden. Aber okay, ja, ja, hier, komm, leck mich doch. So, 16 Sekunden der schnellste. Aber wir haben Bronze auf jeden Fall geschafft, das ist gut. Und Silber, das ist ja 10 Sekunden schneller. Ach du große Güte. Aber wie gesagt, es gibt hier so viel zu machen in dem Spiel. Die Level, die Musiklevel, die Befreiungsdinger, diese extra Herausforderungen. Dann diese Figuren sammeln, dann das Fußballspiel, die Back-to-Origin-Level. Alter Schwede. Das ist schon cool gemacht, das Spiel. Für einen Zehner, wie gesagt, 15 Euro, was das kostet, das ist schon gut. Haben wir noch einen Rubbel los? Nö. So, Anna, Ritter, Pokal. So, ich mache erstmal Pause hier, Leute. Für heute mit Rayman. Also für bis hierhin. Also später vielleicht nochmal, aber für den Moment muss es erstmal reichen. Auf jeden Fall super geniales Spiel. Macht einfach Spaß. Das macht einfach Spaß, Leute. Holt's euch auch. Und lasst ein paar Daumen hoch da, Kommentare und alles. Auf Wiedersehen.